Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute den 27. Juli und am 27. Juli hat Geburtstag... Erzähl. Chilavert, kennst du den? Wer? José Luis Chilavert. Wer? Chilavert, wer? Wer war beim ersten Mal? Kennst du noch von Rain Man früher? Wer war beim ersten Mal? Wer war beim ersten Mal? Wer war beim ersten Mal? Der vom ersten Mal? Irgendwie sowas. Ist egal. Kennst du das? Ja, kenn ich. Aber bist du auch ein bisschen autistisch? Ab und zu. Ab und zu, genau. Das ist Chilavert. Aber das ist ja, Chilavert hier. Pack mal aus den Chila. Ich zeig, Chila. Wo ist denn der gute Mann? Da ist er. Guck mal. Oh. Das ist Chilavert. Oh, guck mal, da konnte man noch mit Bauch Fußball spielen. Ja, das war, glaube ich, am Ende seiner Karriere eher so, gewesen. Ja, aber immerhin hat er damit auch noch gespielt. Aber sagt dir das was? Nee. Aus Paraguay war der. Ah. Nationaltorhüter aus Paraguay. Und der hat, ist mal nach vorne gegangen, so ein bisschen wie dieser von der Higuita. Kennst du von Higuita? Der Higuita von wie heißt das Heroinland? Kokainland? Kolumbien? Kolumbien, richtig, genau. Der Torwart von Kolumbien, der diesen... Ah, den Scorpion Kick gemacht hat. Scorpion Kick, genau. Der mit dem buschigen Haar. Genau, der Typ war genauso so ein bisschen. Ne? Okay. Der ist rausgegangen und hat dann die Freistöße geschossen und so. Der war motiviert. Ja, der hat auch bei der WM hat er Freistöße geschossen und so, hat aber nie ein Tor gemacht. Also, dann in der Liga sicherlich, aber... Naja. Der Wille war da. Der Wille war da, auf jeden Fall. Er ist, hat heute Geburtstag und er ist geboren 1965. Oh. Also ein Ticken älter als wir zwei sogar. Das ist schon ein bisschen her. Sogar älter als ich. Sag mal. Donnerwetter. Das gibt's? Selten, aber gibt's. Ah. Ja. Was war noch am 27. Juli? Am 27. Juli, und zwar 1953. Wir gehen mal noch einen Ticken weiter nach hinten. Aha, okay. Ja, hier, da sieht man schon, oh, das ist aber eine High-End-Full-HD-Aufnahme. Das gab's damals ja. auch schon. Ja. Und zwar wurde der dreijährige Koreakrieg durch einen Waffenstillstand in, wie heißt die schöne Stadt? Panmunjom, ja. Bin ich auch regelmäßig. Natürlich, ja, ständig. Wurde dort beendet. Ja, das war am 27. Juli. Das war dieser, ja, genau. 1900 wann? 53. 53. Stell dir vor. Wollen wir kurz mal drüber nachdenken? Alles klar. Gut. So, am 27. Juli 1824 ist auch Alexandre Dumont geboren worden. Der freut sich aber. Sagt dir das was? Nee, aber der sieht sehr glücklich aus. Der muss irgendwas Schönes gemacht haben. Ja, das ist so ein kleiner Dicker, ne? Ja, aber guck mal, wie er sich... Stell dir mal vor, der ohne Haare. Sieht aus wie? Clint. Ja, Clint. Ja, definitiv. Ja. Haben wir überhaupt schon vorgestellt. Er ist übrigens Gonzales, ne? Haben wir gar nicht gesagt. Gonzales von Gonzales und Clint. Und so Jenna hier sieht aus wie Mit ohne Haare. Clint mit Haaren. Ja. Und ein bisschen müde. Der, die Augenringe da so... Naja, so ein bisschen, ja. So, komm da ran, ne? Doch, doch. Ja. Aber er hier ist der Schriftsteller von Drei Musketiere. Oh. Ja. Ach, guck mal, deswegen ist er auch so glücklich. Deswegen ist er auch. Der hat gedacht, läuft bei mir jetzt. Aber ne? Richtig so, kling, kling, kling in der Kasse. Der Hubel rollt. Ja, genau. Alexandre Dumont, 1824 geboren, 1895 gestorben. Ah. Ruhe seiner Seele. Mensch. Ja. Was war noch am 27. Juli? Da kann ich nur anbieten, 1921, also wir gehen nochmal wieder, ne? Wir bleiben heute weit hinten. Ja. Wurde das Insulin von den guten Männern Frederick G. Bunting und Charles Best, nicht Dr. Best, nicht der Zahnbürstmann. Nicht der Zahnbürstmann, nee. Nicht der, aber die beiden haben zum ersten Mal das Insulin isoliert, so heißt das. Isoliert, ah, okay. Ja, genau, um damit eben die Zuckerkranken zu helfen. Das Insulin isoliert. Genau. Insulin isoliert. Ist ein voller Zungenbrecher. Das ist knifflig, ja. Insulin isoliert, Insulin isoliert. Sag du mal dreimal hintereinander. Lieber nicht. Ja, das war am 27. Juli. Jenna ist Gonzales von dem YouTube-Kanal Gonzales und Clint. Da müsst ihr jetzt draufgehen und mal liken. Aber gewaltig. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Morgen ist ja Clint hier. Oh, ach, das ist ein feiner Typ, habe ich gehört. Der sieht auch sehr glücklich aus da bei dem anderen Bild, ne? Ja. Flotter Typ. Aber wir sehen morgen ohne Haare. Ah, der aber auch. Hoffentlich hat er einen Anzug an. Auf jeden Fall. Hast du einen schönen Anzug? Cheerio, Miss Sophie. Auf Wiedersehen.